Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal. Letzte Woche hatten wir ja schon über die CPI-Daten gesprochen, dass die diese Woche veröffentlicht werden und die sind am Freitag auch gekommen und es war leider der totale Fail. Es gab einen krassen Abverkauf dann auch am Aktienmarkt und über all dies wollen wir jetzt in diesem Video sprechen. Es wird also sehr spannend, bleibt also dran. Bis gleich. Jo, die CPI-Daten sind veröffentlicht worden und ich hatte ja eigentlich auch die Erwartungshaltung, dass wir eher einen Rückgang in der Inflation sehen sollten. Das ist leider nicht eingetreten. Der ganze Markt hatte natürlich auch schon diese Erwartungshaltung. Die Inflationsrate ist bei 8,6% und bei 6% im Core CPI. Der Core CPI ist ohne Nahrungsmittel und ohne Energie. Wir schauen gleich im Detail noch ein bisschen auf die Zahlen. Auf jeden Fall war das entgegen der Erwartungshaltung am Markt und so kam es natürlich, wie es kommen muss. Es gab einen sehr starken Abverkauf am Aktienmarkt. Das schauen wir uns auch gleich mal an, weil der war eigentlich ziemlich brutal, weil es gab eigentlich kaum ein Unternehmen, wo nicht abverkauft wurde. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, hier die S&P 500 Unternehmen, sieht man hier, das sind quasi wirklich die Tagesperformance, also hier vom 10.06. Und man sieht hier deutlich, es gab eigentlich kaum noch ein Unternehmen, das wo positiv war. Es gibt hier noch ein paar wenige Ausnahmen, so ein paar Kerzen hier da nach oben. Aber der Großteil der Unternehmen wurden eigentlich durch die Bank weg abverkauft. Die Frage war eher nur, wie viel es abverkauft wurde. Sieht man auch hier an der Heatmap sehr deutlich. Man sieht eigentlich überhaupt fast nichts Grünes irgendwie mehr. Also der Tag, der war natürlich schon richtig heftig. Was ist überhaupt passiert? Schauen wir uns das einfach mal genauer an. Den Bericht, den findet man auch relativ leicht über Google, einfach nach CPI Data googeln und dann kommt man eigentlich auf diesen Bericht hier. Das ist jetzt die PDF-Version davon. Und hier sieht man schon, wir haben 8,6% Inflationsrate. Und die interessante Kurve ist eigentlich die hier. Hier sieht man den zeitlichen Verlauf von der Inflationsrate und zwar auch 12 Monate rückblickend, weil ja die Inflationsrate immer zum Monat des Vorjahres berechnet wird. Das heißt, wir haben jetzt eben eine Steigerung von Mai 2021 auf Mai 2022 von 8,2%. Und das ist ja dieser Basiseffekt. Das heißt, wenn quasi man einen hohen Anstieg schon hatte im Vorjahr, dann ist einfach so, dann geht die Inflationsrate eigentlich automatisch nach unten. Und man sieht jetzt hier aber schon langsam das Problem. Auf diesen Basiseffekt kann man sich eigentlich immer weniger verlassen, weil wir haben jetzt hier noch im Juni letzten Jahres einen Anstieg gehabt. Das heißt, hier wirkt sich dann eher auch noch positiv aus. Die rote Kurve ist der CPI Core, also ohne Nahrungsmittel und Energie, während die blaue Kurve halt die Gesamtinflationsrate ist. Man sieht beim CPI Core noch, dass man einen Monat lang Rückenwind hat, aber dann wird es sogar eher problematisch, weil vor gut einem Jahr war es nämlich auch so, da hat man ja eigentlich schon gehofft, dass wir den Peak der Inflation damals erreicht haben, was sich dann als falsch herausgestellt hat, weil so richtig losgegangen ist, dann erst im September. Und da sieht man auch dann den krassen Anstieg in beiden Bereichen, sowohl eben im kompletten CPI als auch im Core CPI. Beim kompletten CPI ist auch dann jetzt in den nächsten Monaten eher so, dass wir eigentlich keinen Rückenwind mehr von dem Basiseffekt haben werden. Und das ist natürlich schon ein Problem. Man sieht jetzt hier, der Core CPI ist ein bisschen zurückgegangen. Das ist aber auch nur ein bisschen ein Trost, weil wir werden es gleich sehen. Insgesamt sind die Preise dort halt auch wieder angestiegen. Der Chart hier ist eigentlich auch noch ganz interessant. Das ist die Steigerungsrate von Monat zu Monat. Also wir haben jetzt quasi wieder eine Steigerung gehabt von 1% zum April, während der April ja eben schon ein bisschen die Tendenz hatte, dass vielleicht die Inflationsrate zurückgehen könnte. Und man sieht es eben auch letztes Jahr, gerade Juni, Juli, August, wo man eben geglaubt hat, dass vielleicht die Inflationsrate auch zurückgehen könnte, hat man hier ein quasi auch eine abnehmende Steigerungsrate eben gesehen. Und dann im September hat sich das natürlich dann wieder umgekehrt und da hat man dann diese krassen Steigerungen oder ging es mit diesen krassen Steigerungen dann los. Das Gleiche sieht man eigentlich auch eben hier im Dezember, Januar. Das war auch eine Zeit, wo man gehofft hatte, dass jetzt vielleicht die Inflation jetzt dann endlich dann durch ist.
Dann wissen wir aber alle, was passiert ist. Dann kam der Ukraine-Krieg und dann noch auch dieser doch krasse Lockdown in China. Und dann ging auch hier wieder die Inflationsrate nach oben. Also man hatte jetzt schon zweimal eigentlich in der Vergangenheit gehofft, dass die Inflation zurückgehen könnte. Beides Mal war es falsch. Wie es aussieht, könnte es sein, dass es jetzt ein drittes Mal ebenfalls falsch ist oder zumindest relativ lange noch dauert. Weil wenn ich mir die Kurven jetzt so anschaue, dann wird es wirklich schwierig werden, dass wir in den nächsten Monaten, also bis zum September, wirklich niedere Inflationsraten sehen werden. Weil wenn man die Zahlen dann auch reinschaut, dann sieht man das auch noch, was ist denn der Hauptpreistreiber? Der Hauptpreistreiber, das ist jetzt klar, nicht so schwer zu erraten, ist nach wie vor Energie. Und das ist der Bereich hier. Und man sieht hier schon, im April hatte man da einfach einen Rückgang. Aber dieser Rückgang, der wurde eigentlich komplett wieder aufgefressen von den Steigerungen im Mai. Das heißt, wir sind da irgendwie auf einem ähnlichen Niveau, außer dass sogar bei den Energy Services sogar eine richtig krasse Steigerung hinzukam. Das sind hier die Hauptrubriken, weiter unten in diesem Dokument, falls euch das interessiert, gibt es das nochmal fein aufgeschlüsselt, was sich hinter jedem einzelnen oder hinter jeder einzelnen Rubrik befindet. Und das hier ist eben der Nahrungsmittel- und Energiebereich und der Core CPI setzt sich eben aus den Rubriken hier unten zusammen, aber auch hier sieht man leider, man hat zwar insgesamt einen Rückgang gesehen, aber man sieht in den einzelnen Rubriken nie hier ein negatives Vorzeichen oder auch kaum einen Wert, der nahe Null ist. Das heißt, man hat im Endeffekt auch hier überall Steigerungen drin und dieser Rückgang, was man hier in dieser Kurve hier oben gesehen hat, der ist dann tatsächlich hauptsächlich nur auf den Basiseffekt zurückzuführen. Was natürlich schon auch wieder ein Problem ist, wenn man jetzt sich überlegt, dass eben dieser Basiseffekt in den nächsten Monaten kaum noch Wirkung haben wird, beziehungsweise beim Core CPI könnte sogar eher das Gegenteil bewirken, dass er durch den Basiseffekt, dass wir sogar wieder höhere Inflationsraten haben werden. Und gerade der Energiebereich ist natürlich echt problematisch, weil Russland und Ukraine wird man wahrscheinlich in den nächsten Monaten, zumindest gehe ich davon aus, oder zumindest erscheint mir das so, kaum Entspannung sehen oder dass wir zumindest mal einen Waffenstillstand oder sowas bekommen. Und dann kann ja quasi die Entspannung nur aus anderer Richtung kommen. Also irgendwie der Biden möchte ja nach Saudi-Arabien eventuell reisen oder es steht ja nach wie vor im Raum. Ich weiß auch gar nicht, warum es da wieder überhaupt nicht mehr weitergeht bezüglich Iran oder aber auch Venezuela. Wenn diese zwei Player wieder im Markt kommen dürften, dann hätten wir zumindest auf der Ölseite auf jeden Fall eine Entspannung. Aber das ist so, sind diese geopolitischen Sachen, wo man überhaupt gar nicht einschätzen kann, weil da so viele Interessen auch dahinter stecken, die wir ja auch gar nicht kennen. Ja, und wie man ja gesehen hat, es bleibt eigentlich kaum ein Auge gerade trocken. Das Problem ist halt jetzt auch, wie wirkt sich diese hohe Inflation dann auch auf die Gesamtwirtschaft aus? Weil das kann natürlich, wenn es längerfristig bleiben sollte, irgendwann sich dann schon stärker auf die Gewinnentwicklung der Unternehmen auswirken. Weil es heißt ja auch immer so schön, ja, man muss eben Unternehmen kaufen, die Preisdurchsetzungsmacht haben. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das weniger Unternehmen sind, als man tatsächlich denkt. Weil man hat es ja auch ganz schön gesehen bei Target oder Walmart. Die haben mit Sicherheit in manchen Bereichen Preisdurchsetzungsmacht, aber sie haben auch jetzt sehr hohe Lagerbestände in gewissen Produktgruppen und es das heißt einfach, dass sie manche Sachen halt nicht mehr losbekommen. Und es nutzt einem Unternehmen ja nichts, wenn Produkt A sehr gut noch läuft und man da Preise erhöhen kann, aber Produkt B quasi im Lager bleibt und man überhaupt nichts mehr verkauft. Deshalb ist, glaube ich, dieses, welches Unternehmen hat Preisdurchsetzungsmacht oder nicht, eigentlich fast nicht zu beantworten, weil innerhalb von Unternehmen kann es ja schon so sein, dass eben ein Produkt läuft und das andere eben nicht. Das heißt, es gibt da gar nicht diese 0-1-Unterscheidung. Das erscheint mir auch ein wenig zu einfach zum sein. Und gefühlt findet man für jedes Unternehmen und jedes Produkt irgendwie eine Begründung, warum man hier die Preise beliebig erhöhen kann, beziehungsweise aber auch immer eine gegenteilige Argumentation, warum es da nicht gehen soll. Deshalb, wie gesagt, glaube ich eher, dass es am Ende weniger Unternehmen sind, als man denkt. Und das merkt man dann halt auch am Aktienmarkt, weil das hat natürlich schon einen Grund, warum jetzt der ganze Markt so abverkauft wurde, weil im Endeffekt weiß natürlich keiner, wie es wirklich weitergeht und dann wird halt alles aus den Depots geworfen.
Nächste Woche wird dann eher spannend werden, weil die Frage ist natürlich, gibt es vielleicht so langsam dann auch mal wieder eine Selektion, also dass man mehr ausdifferenziert, dass gewisse Unternehmen dann nicht weiter abverkauft werden und sich wieder stabilisieren. Das muss man jetzt nächste Woche natürlich ganz genau anschauen. Und ja, ich glaube, das wird keiner wirklich im Voraus beantworten können. Was man vielleicht nochmal machen könnte, ist, was passiert eigentlich am Aktienmarkt, wenn die Inflation vorbei sein sollte? Also wenn wir vielleicht im September wirklich da mal Entspannung sehen sollten, wie gesagt, ich glaube, jetzt in den nächsten Monaten wird es dann doch nochmal relativ sich hinziehen. Und das kann man uns auch nochmal anschauen. Wir haben ja eben gesehen, dass wir im Juli und August letzten Jahres eigentlich schon gedacht haben, die Inflation könnte durch sein. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie hat sich eigentlich da der S&P 500 entwickelt. Und da kann ich jetzt einfach auch das mal einstellen, indem wir jetzt hier einfach zurückgehen. Und hier sieht man auch das, was man im letzten Video eigentlich auch gesehen hat. Sollte sich die Inflationsthema entspannen, wird der Tech-Bereich auf jeden Fall profitieren davon. Das hat man eben auch letztes Jahr gesehen, wo es eben so eine Gemengelage gab. Insbesondere der Big Tech-Bereich ist damals relativ krass durchgestartet, aber man sieht auch, der Tech-Bereich ist im Vergleich zum Gesamtmarkt deutlich besser gelaufen oder zumindest mal besser gelaufen als der Gesamtmarkt. Und das heißt schon, also die Tech-Bereiche werden sich sicherlich positiv entwickeln, sobald das Thema Inflation wieder durch ist, weil am Markt doch relativ einfache Zusammenhänge gespielt werden. Weil meiner Meinung nach ist ein fundamentaler Unterschied zwischen Börse bzw. dem Finanzmarkt und der realen Wirtschaft, dass am Finanzmarkt doch relativ einfache Modelle laufen, um eben eine Prognose abzugeben. Aber die Realwirtschaft eben ein sehr komplexes System ist, wo man eben so gut wie keine Prognose machen kann. Aber das im Finanzmarkt eben immer probiert wird. Und deshalb gibt es auch diese krassen Entwicklungen und diese krassen Schwankungen. Es kommt eine Zahl im Endeffekt raus, 8,6%, und bumm, geht der Aktienmarkt in den Keller. Und ich finde es ja auch immer witzig, gerade jetzt bezüglich den Leitzinsen, dass man, also ich kann mir das kaum vorstellen, dass man über eine Zahl eine ganze Volkswirtschaft steuern kann. Also im Endeffekt, die Federal Reserve oder EZB, ein Großteil deren Arbeit scheint ja dann zu sein, ist klar, es gibt natürlich auch den technischen Teil, dass das Geldsystem funktioniert. Das machen aber ja wohl weniger die Volkswirte, aber bei den Volkswirten scheint es mir zu sein, geht es ja am Schluss wirklich jeden Monat zu überlegen, ob der Leitzins jetzt eben von 0,5 auf 0,75 erhöht wird oder ob es das besser ist, sogar auf 1 zu erhöhen. Und über diese eine Zahl glaubt man, eine komplette Volkswirtschaft zu steuern. Das erscheint mir doch relativ naiv zu sein, aber das ist so meine Meinung. Es gibt ja auch etliche Interviews, gerade auch mit Ökonomen im Netz. Da finde ich es immer so, sogar erstaunlich, wie wenig Ahnung die vom Finanzmarkt haben. Zumindest habe ich da das Gefühl. Und das muss man sich halt auch immer im Klaren sein. Und erst nach und nach wird sich das dann wieder ausdifferenzieren, weil dann wird es wieder Unternehmensmeldungen geben, es wird Quartalsberichte geben, wo man dann sieht, welches Unternehmen denn vielleicht dann doch gut performt und welches dann eher weniger performt hat. Jo, das soll es erstmal gewesen sein. Also es wird weiterhin sehr anstrengend werden. Es ist brutaler Markt, finde ich, weil egal was man irgendwie tut, irgendwie funktioniert nichts. Und wahrscheinlich ist es dann tatsächlich am besten, einfach gar nichts zu machen und das Ganze mal abzuwarten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.